immer ein bisschen netter. Lächeln statt fick dich steht dir doch viel besser. Wenn du es zu etwas bringen willst, musst du dich verändern. Du vergisst, du bist ein Mädchen. Rap ist nur für Männer. Also für mich hat Musik immer einen sehr hohen Anspruch und es hat sehr viel Wert für mich und es bringt sehr viel in mein Leben. Frauen, von denen ich so als Jugendliche mitbekommen habe, jetzt auch so im Nachhinein merke, also es gibt diejenigen, die wirklich lyrisch da auch drauf eingehen und auch eher so in R&B, Soul irgendwie dann auch noch mehr im Genre irgendwie aufzufinden sind, und bei den Frauen, die jetzt wirklich im Rap-Bereich irgendwie größere Namen geworden sind, dann halt auch eigentlich nur, und das ist ja dann auch deren Entscheidung, sich eher dem bedient haben, genau das, was sie, das, wovon sie denken, dass ihnen die Rolle als Mann irgendwie aufgezwungen wird, die halt aufzunehmen. Also jetzt, keine Ahnung, Schwester Eva damals und so. Deutschrap fahr ich natürlich unique, so, daran kommt man ja gerade gar nicht vorbei. Ich versuche schon recht viel Female MC-Stuff zu hören. Immer mehr Frauen bekommen die Chance, ihre Musik zu veröffentlichen und kriegen auch immer mehr Beachtung durch die Medien. Gerade, ich finde, seit dem letzten Jahr ist dieses Thema auch Frauen im Rap. Alle stürzen sich da drauf, weil es jetzt endlich mal zwei Hände voll gibt, die wirklich an Aufmerksamkeit bekommen. Die Leute müssen sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass jetzt auch Frauenstimmen auf Beats gepackt werden. Und solange du als Frau nicht auf den Tisch haust und sagst, Jungs, ich bin jetzt dran, das ist mein Scheiß, nimm mich ernst, glaube ich, wirst du auch nicht ernst genommen. Für mich persönlich, bis Frauen sich bei mir in meinem Hörverhalten richtig durchgesetzt haben, ist eben nur, wenn du halt mich ansprichst von der Stilistik her. Und ich glaube, Rap braucht eben diese harte Stilistik. Also für mich ist es total wichtig, dass ich in etwa den Background von dem Künstler kenne und weiß, wie er mit Frauen in seinem privaten Leben umgeht. Natürlich ist das sehr, sehr schwierig, aber jetzt mal am jüngsten Beispiel XXXTentacion, der halt seine schwangere Frau misshandelt hat, dass, obwohl ich seine Musik fantastisch finde, höre ich das halt einfach nicht mehr. Also ich trenne Privatperson und Kunstfigur nicht. Im Sinne von, wenn die Privatperson Schlechtes tut, dann beurteile ich seine Kunst auch dementsprechend. Ich habe gerade an Raf Camoras Part auf Ohne mein Team gedacht, wo er irgendwie sagt, dass er irgendwie drei Girls einen Drink ausgibt und von denen dann davon dann ein Fick sozusagen von den Girls kriegt, halt Fick. Das macht mich jetzt nicht traurig. Und das macht mich auch nicht fertig. Ich bin auch nicht sauer. Ich denke, es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber ich komme damit klar und weiß, dass Raf im Privaten ein sehr respektvoller Mann ist. Und deswegen kann ich da trennen. Also sozusagen, wenn Privatperson scheiße ist, kann ich Musik nicht okay finden. Aber wenn die Musik kritische Inhalte hat, aber die Privatperson okay ist, dann kann ich das immer noch als Gesamtkonzept verstehen und mögen. Auch wenn ich mir dabei teilweise sehr heuchlerisch vorkomme, muss ich mal so sagen. Aber so fühlen sich, glaube ich, alle Frauen im Rap. Wenn Frauen als Spezies diffamiert werden, dann habe ich damit ein Problem, dann kann ich das nicht hören. Wenn ein Rapper X über seine Ex-Freundin, die ihn betrogen hat, als Schlampe spricht, dann juckt mich das nicht. Weil ich, wenn mir so etwas passieren würde, den Typen halt auch als Wichser bezeichnen würde. Ich finde, das ist ein sehr schmaler Grat und ein sehr persönlicher Grat für mich, was ich gut finde und was nicht. Wenn Texte mit viel Humor oder Satire verpackt sind, kann ich das halt eher an mich ranlassen oder akzeptieren, als wenn es halt eine ernst gemeinte Meinung ist oder ich mich persönlich davon angegriffen fühle. Dann hört für mich die Kunstfreiheit auf jeden Fall auch auf. Ich merke, dass halt krasse Minderheiten oder Minderheiten krass benachteiligt werden in den Texten, dann finde ich es halt nicht mehr okay. Ich kann zum Beispiel die Texte von MC Bomber feiern, weil ich weiß, dass er im echten Leben kein Frauenschläger ist. So gut, also das weiß ich jetzt halt, weil ich ihn kenne. Also wenn ich jetzt in Clubs auflege, spiele ich größtenteils das, was ich selber feiere, das, was ich gut finde. Und wenn ich besonders bei deutschem Rap da achte ich schon drauf, dass ich die Texte so halbwegs vertreten kann. Beim Ami-Rap, muss ich sagen, da bin ich auch nicht derjenige, der jeden Text
haargenau auseinandernimmt und darauf achtet, was da gesagt wird. Oder ich war ja schon auch mit Sixten auf Tour. Ich mag die Girls halt persönlich sehr gerne. Ich finde das Album total partytauglich. Ist jetzt nichts, was ich mir in einer deepen Minute zu Hause reinziehe. Aber so im Club und von der Attitüde, die sie haben, mag ich sie halt eigentlich voll gerne. Ich finde es erstmal gut, dass sie ein krasses Durchsetzungsvermögen haben. Und das braucht, glaube ich, oder kann in diesem Fall auch eine bestimmte Härte brauchen, sich so durchzusetzen bei dem ganzen anfänglichen Hate, den es auch gab. Und ich glaube, das macht einen einfach ein bisschen strong und das bringt auch diese krasse Attitüde mit sich. Und des Weiteren muss ich halt auch sagen, dass die Girls halt wirklich rough sind so. Und deshalb finde ich, sie sollten sich auch nicht verstellen und das ist ein total gutes Statement. Also ich finde, sie verkörpern sich eher so, wie sie sind, als dass sie jetzt auch super männlich machen. Genau, ich hatte damals die Anfrage von Frauenarzt bekommen, ob ich nicht Lust habe, für ihn aufzulegen auf der nächsten Tour. Und war auch erstmal so, okay, soll ich das machen? Ich kenne eigentlich gar keine Sachen von ihm so richtig. Und dann haben wir uns getroffen mit Management und mit ihm. Und dann musste ich halt auch feststellen, dass er einfach ein wirklich sehr, sehr netter, höflicher, zuvorkommender Typ ist, der ein wahnsinniges Hip-Hop-Knowledge hat, auch mit vielen Rapperinnen zusammenarbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann, und das sagt er auch selber, die alten Texte so ein bisschen als Jugendsünde angesehen. Und als ich mit ihm auf Tour war, haben wir auch fast nur Sachen vom neuen Album gespielt, wo die Texte bei Weitem halt nicht so radikal sind. So habe ich das für mich ein bisschen gesehen, auch so ein bisschen als Job. Und ich mochte ihn halt als Person sehr. Lass dich gehen! Lass dich gehen! Jetzt geht's rund hier! Lass dich gehen! Zeig deine Nippel, zieh dein Shirt aus, lass dich gehen! Es gibt so viele Künstler aus dem Dancehall, aus dem Ami-Bereich, wo man die Texte einfach nicht versteht. Bestes Beispiel, dieser Alalala-Long-Song, was halt so ein halber Rap-Song ist, der halt auf jeder Schneehütte hoch und runter gedudelt wird, so wo sich halt auch keiner einen Kopf drüber macht. Und wo ich mir dann denke, dadurch, dass er halt ja viel über so Porno-Rap und so gemacht hat, aber jetzt nicht aktiv zu Gewalt oder zu Rassismus oder irgendwie Verdrängung von Minderheiten aufgerufen hat, war das für mich okay. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht die krasse Vorzeige-Feministin, die ständig nach draußen geht und sagt, so, das muss sich ändern und das muss besser werden. Ich versuche das eher so subtil zu machen, indem ich halt viele Girls supporte, die ich auch gut finde, genauso wie ich es aber auch mit Typen mache, wenn ich sie gut finde. Also ich versuche, Künstler eher nach ihrer Kunst zu beurteilen. Das ist, glaube ich, eine Sache von Zusammenhalt und Connection, die einfach wichtig ist und in der Rolle ich mich dann auch sehe, wo ich halt auch aktiv was dazu beitragen kann. Zumindest hilft es mir, es therapiert mich richtig, wenn ich eben diese Gedanken, die in meinem Kopf den ganzen Tag herumschwirren, einfach mal aufschreibe, sie sortiere, gucke, wie fühle ich mich damit, was löst das in mir aus. Und ich selber mache keine Musik für Kids. Ich mache Musik für die Leute in meinem Alter, weil ich die Musik in erster Linie für mich mache. Es sollte schon eine gewisse Grenze geben. Ich finde, Rassismus ist eine Grenze, definitiv. Gerade mit Migrationshintergrund ist mir sowas mega wichtig. Das Rassismus findet in meinen Texten nicht statt. Also das hat nichts im Hip-Hop, ich glaube, ist auch gar nicht in der Gesellschaft verloren. Aus meiner Sicht haben Künstler und Akteure im Hip-Hop eine riesengroße Vorbildfunktion und sollten viel mehr Verantwortung übernehmen, als sie es tun. Ja, aber machen sie halt nicht. Viele nicht, die meisten nicht. Schade. Ganz viele Journalisten, die ja auch ganz viel vor der Kamera stehen und die ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, achten zum Beispiel total darauf, dass sie in der Öffentlichkeit auf Instagram und auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen ja nichts machen, was irgendwie verwerflich ist, was ich total schön finde. Und was ich am allerschönsten finde, ist, dass die meisten Hip-Hop-Journalisten schon eher links, ich sag mal so, links-links-liberal sind. Und ich bin keinem einzigen Hip-Hop-Journalisten begegnet, der zum Beispiel jetzt jüngst mit der Echo-Debatte gesagt hat, ach, Juden, warum reden wir schon wieder über Juden oder sowas? Das ist halt einfach nicht passiert.
Kollegadebatte, da haben ja wahrscheinlich alle schon drüber gesprochen, so. Da finde ich es zum Beispiel nicht in Ordnung, wie über Antisemitismus, und da geht es ja nicht um die eine Zeile, sondern um das Große und Ganze, um Videos, die er vorher gemacht hat, wo es halt offensichtlich wurde, dass er das antisemitische Texte und Inhalte verbreitet. Wir formen nicht so lange, bis eine Schublade passt. Du hast immerhin die Wahl zwischen Hipster oder Punk. Danke, nein, danke, ich bleib anti-nackt bis auf die Maske, knochiger Junkie. Ich putz mich, ich. Man kann es leider nicht vermeiden, dass das Jugendliche auch Rap hören. Aber dann sollte man vielleicht auch fördern, dass es mehr andere gute Musik gibt. Irgendwo musst du den Kids ja auch beibringen, dass Sexismus irgendwo da ist. Und du musst ihnen ja auch beibringen, wie man damit umgeht. Du kannst natürlich aber auch alles verteufeln und sagen, das ist, hör das nicht, sperr das weg. Dann werden die Kids noch heißer darauf, das zu hören und denken und fühlen sich noch mehr dazu motiviert, das nachzumachen, diese Idolen nachzueifern. Wenn du, ey, ganz ehrlich, wie viele Eltern haben sich mal hingesetzt, haben mit ihren Kids einen Rap-Track von vorne bis hinten durchgehört, am besten nochmal den Text durchgelesen und haben einfach mal mit ihren Kids darüber gesprochen, was das bedeutet. Wo kommt dieser Rapper her? Warum sieht er das so? Warum sind Frauen für ihn meistens nur Objekte? Also es muss da anfangen und nicht in den Texten von Rappern. So, es muss in der Gesellschaft beginnen. Wir sind selbst daran schuld, wenn wir nichts dagegen tun. Und das nicht im Sinne von, wir meckern nur und beschweren uns darüber, dass wir nur als Objekte gesehen werden, sondern steht auf, zeigt was, nimmt einen Track auf oder geht mal einfach in den Club feiern und benehmt euch nicht wie eine Bitch. So, damit fängt's an, in meinen Augen. Und nicht irgendwie Schilder hochzuhalten, dass die Jungs uns endlich mal Gleichberechtigung zukommen lassen sollen. So, das ist, glaube ich, ja, wir müssen aktiv werden, aber nicht eben auf diese Mecker-Art und Weise, denn dadurch ändert sich nichts. Dadurch wird nur der Unterschied hervorgehoben und wir kriegen so dieses, da entsteht so dieser Hate eigentlich, so denke ich. Aber als Frau kann ich ficken. Als Frau wirst du gefickt, leider. Deswegen nehme ich das Ganze, drehe es um und sage, ich ficke den Beat als Frau. So, das ist für mich sehr sexistisch. Wir müssen nur damit anfangen, das Ganze mal die Richtung zu bewerten. Du erwartest Sexismus als etwas Negatives. Aber wenn eine Frau das als positiv auffasst, ich glaube, das verstört voll viele Menschen. Weil es ist Musik, Leute. Es ist nur Musik. Haters gonna hate. Barbies Plan fake. Kommt erstmal zurück in die Realität. Bitches. Ja. Sie können reden, was sie wollen. Wenn ich rappe, sind sie leise.